Hallo und herzlich willkommen zu diesem Cruise Level Review. Ich schaue mir heute für euch die neueste Szenerie von 29 Palms an. Es handelt sich dabei um die griechische Insel Santorini auf halbem Weg zwischen Athen und Kreta. Dabei hat das Entwicklerstudio nicht nur den Airport umgesetzt, sondern gleich die ganze Insel überarbeitet. Der wichtigste Anlaufpunkt für uns zum Landen bleibt dabei natürlich der Flughafen, weshalb wir uns diesen zuerst anschauen. Herzstück des Platzes ist dabei das Terminal, welches vor ein paar Jahren umgebaut und erweitert wurde. Die Szenerie zeigt schon diesen Ausbauzustand. Das Modell ist dabei eher schlicht gehalten und wirkt wenig detailliert, was zum Teil aber natürlich auch an der Vorlage liegt, welche effektiv nur ein paar weiße Boxen sind. Spaß machen jedoch die verschiedenen Details um das Terminal, wie die auf das Boarding wartenden Passagiere. Das Terminal verfügt auch über ein Innenleben, dieses ist, wie schon die Außenseite, jedoch sehr schlicht gehalten und verfügt über wenige Details. Dies ist in einem Airport ohne Glasfronten aber auch vollkommen ausreichend. Auch auf der Landseite des Terminals setzt sich der Eindruck fort. Das Modeling hier bleibt relativ schlicht, überzeugt aber mit Details und Verzierungen an den richtigen Stellen, wie zum Beispiel die Parkplätze der verschiedenen Autovermieter. Neben dem Terminal wurden natürlich auch die weiteren Servicegebäude des Flugplatzes umgesetzt, wie zum Beispiel der Tower. Neben diesem befindet sich mit der Tankstation des Airport eine der schönsten umgesetzten Stellen der Szenerie, mit den Fuel Trucks, die hier auf ihren Einsatz warten. Und auch der Militärbereich mit seinen Sheltern für die griechische Luftwaffe wurde in der Szenerie umgesetzt. Ein Highlight der Szenerie sind auch die Bodentexturen, welche sich auf dem Airport befinden. Diese sind schön detailliert ausgeführt und überzeugen mit realistischen Verschmutzungen und Abnutzungsspuren. Sehr schön sind dabei auch die Gummispuren, welche je nach Sonnenstand noch einen leichten Schimmer erkennen lassen. Und auch die deutlich sichtbaren Spuren von früheren Runway- und Taximarkierungen geben der Szenerie ein lebendiges Bild, wie man es von einem immer wieder angepassten Airport erwartet. Dieser positive Eindruck der Flächen, auf denen wir uns mit dem Flugzeug bewegen, setzt sich auch nachts fort. Die Szenerie ist dabei außerhalb des gut beleuchteten Vorfelds sehr realistisch dunkel gehalten. Die einzige Beleuchtung kommt dabei von den Randlichtern der Taxiway und der Landebahn, welche hier sehr gut ausmodelliert wurden und händisch platziert wurden. Und auch die Beschilderung der Taxiways ist sehr realistisch geraten und nicht wie bei vielen anderen Szenerien deutlich zu hell. Sehr schön umgesetzt ist auch das Papi, welches nicht nur über ein exzellentes Modell verfügt, sondern auch sehr gut zu erkennen ist am Flug. Einziges kleines Manko bei der Beleuchtung ist die Anflugbefeuerung der Runway 33, welche zwar sehr schön modelliert ist, aber beim Überflug scheinen die Lichter auszugehen. Wie anfangs erwähnt, ist aber nicht nur der Flughafen der Insel in der Szenerie enthalten, sondern die gesamte Insel. Dies fängt schon damit an, dass die beiden Kirchen neben der Landebahn mit umgesetzt wurden und geht so weit, dass 29 Palms die komplette Vegetation auf der Insel händisch platziert hat. Und auch die größeren Ortschaften am Kraterrand des ehemaligen Vulkans wurden überarbeitet und machen nun einen wesentlich schöneren Eindruck als im Standardsimulator. Dabei sind natürlich auch die Gebäude mit den blauen Dächern enthalten, welche das typische Markenzeichen der Insel sind. Und auch hier finden sich immer wieder interessante Details, so wurde zum Beispiel die Seilbahn vom Hafen hoch zur Stadt umgesetzt und auch die Fähre nach Kreta ist regelmäßig zu sehen. Auch die beiden großen Kreuzfahrtschiffe im Krater sorgen für einen lebendigen Eindruck und sind insbesondere nachts sehr schön anzusehen. Allgemein ist die Nachtbeleuchtung der Insel auch abseits des Flughafens sehr gelungen. Abgerundet wird der positive Eindruck auch dadurch, dass die Szenerie auch das Mesh der Insel erheblich verbessert gegenüber dem Standard des Microsoft Flight Simulators. So wirkt der Kraterrand wesentlich markanter und auch der Berg im Südosten der Insel, welcher sehr markant im Anflug auf die 33 zu sehen ist, wirkt mit dem Adlon wesentlich plastischer. Abschließend noch ein paar Worte zur Performance der Szenerie. Diese ist durchgehend als exzellent zu bezeichnen und ich hatte während meines Tests zu keinem Zeitpunkt Probleme mit niedrigen Bildwiederholraten oder Rucklern beim Nachladen von Szenerie. Hier macht sich positiv bemerkbar, dass die Szenerie nicht in unnötigen performanceverfressenden Details verliert, sondern eine gute Balance zwischen Details und Ablaufgeschwindigkeit findet. Solltet ihr diese Szenerie nun erwerben wollen, könnt ihr dies ab sofort exklusiv im Contra Store tun. Der Preis liegt dabei bei knapp 21 Euro für Kunden in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Andreas für Cruise Level.